Zeichne ich auf. Huh, einen schönen guten Abend miteinander, die Herren in der Herrenrunde. Ich begrüße euch. Freut Hallo, mich, dass ihr Frank. da seid. Grüß dich, Jo, grüß dich, Martin, grüß dich, Falco, grüß dich, Marc. Servus. Klasse. Moin, moin. Moin, moin. Hi, Wir einen sind. wunderschönen guten Abend. Wir haben heute einen Special Guest, Joe Konrad und den Falco. Und das hat einen guten Grund. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten, aber wir wollen auch auf unseren Kongress, der nächste Woche stattfinden wird. Genau in 8 Tagen geht's los, am nächsten Freitag nach Fasching. Wollen wir auch noch mal kurz eingehen? Ja, und jetzt lasst uns ein bisschen was erzählen. Ja, das soll heute ja noch nicht einmal die Hauptsache sein, sondern wir wollten so ein bisschen über die aktuelle Situation auch nochmal reflektieren. Da passiert ja eine ganze Menge, uns da unterhalten. Wir sehen ja so eine Zuspitzung der Ereignisse immer weiter. Das sehen wir seit Jahren. Und ich habe schon wieder so einen leichten Grusel, Marc. Du weißt es von unseren letzten Kongressen. Immer wenn wir Kongress machten, dann passierte was so. Entweder die Queen verstarb dann. Und jetzt am 24. wird ja auch schon wieder ein Datum gehandelt. Der Herr Putin, der da seine Offensive weiter vorantreiben soll. Ja, also wenn man glaubt, dass in der Ukraine noch Krieg ist, dann treibt Putin garantiert. Also für mich ist eigentlich seit dem Tag, an dem der Fernsehsender bombardiert wurde, das Ding gelaufen, weil seitdem kann die ukrainische Propaganda nicht mehr durch. Spätestens seit Mariupol gefallen ist, ist das Ding erledigt. Die haben weder Soldaten noch Material. Ich finde es eher faszinierend, dass die Welt noch glaubt, dort wäre noch Krieg, obwohl der Russe schon am Roten Platz feiert. Und schon längst in Phase 3 übergegangen ist und die Getreidefrachte ja schon längst die Ukraine verlassen. Also dort sind wir schon wesentlich weiter. Es geht jetzt nur noch darum, dass verschiedene deutsche Partner jetzt alles deutsche Material kriegen, ob nur Patriot, Leopard oder deutsches Flüssiggas. Die werden ja jetzt alle an uns gebunden. Das ist ja eher das, was gerade faszinierend ist, dass die Region Kiew ja ein Satellitenstaat von Deutschland ist, wie es der Russe sagt. Herrlich, Falco vertritt wieder die Mehrheitsmeinung, eindeutig. Ja, aber es wirklich aus einer anderen Warte zu sehen, finde ich immer ganz sinnvoll. Denn was uns natürlich hier vorgespielt wird, das hat ja eigentlich, ist ja so absurd, dass man wirklich sagen kann, das kann es eigentlich nicht sein, ne? Und meines Erachtens läuft das in der Ukraine eben überhaupt nicht so, wie die es geplant haben. Da sind natürlich viele Dinge in der Ukraine geplant, für die quasi mit dem Deep State zu tun haben, Geldwäsche, Menschenhandel, Organhandel und Biolabore und so weiter. Und die haben also sozusagen der Deep State, westliche Kräfte, haben versucht, da alles reinzudrücken und sind sich aber nicht einig und schaffen es nicht, ihr Ziel jetzt Russland irgendwie zu besiegen, weil das. Da ist irgendwie der Dampf raus, ne, aus diesem Krieg, das, wie Weiko schon gesagt hat, da werden jetzt Leute von der Straße im Grunde rekrutiert, ne, weil die eben keine Soldaten mehr haben, die überfallen, die holen Leute von der Bushaltestelle oder so und zerren die in eine Uniform, wie auch immer. Ist also so absurd. Und meines Erachtens, es geht ja bei dem Kongress um Transformation. Ich glaube, wir sehen in dieser äußeren Matrix, immer mehr erkennen wir die Fehler in der Matrix, ne? Also es ist eigentlich so absurd, dass man sagen kann, ja, das kann ja eigentlich nicht ernsthaft so gemeint sein. Und das ist meines Erachtens wirklich die Chance, die wir haben, dass ganz viele Menschen immer mehr auch ja die Risse in der Matrix sehen und dadurch vielleicht dann aufwachen. Diese ganze Corona-Pandemie an Anführungszeichen hat ja auch viele Menschen jetzt und nach merken sie da irgendwie hat das alles nicht gestimmt. Man redet nicht gerne drüber, aber irgendwie glaube ich wachen doch immer mehr Menschen auf und das zählt zur Transformation für mich eigentlich dazu. Und wir sehen sie die Transformation in der Arbeit, im Prozess. Auch wenn es so aussieht, als wenn es nicht gut läuft, für mich ist das eigentlich alles, ja, die letzten Zuckungen eines sterbenden Systems. Und Ja. was ja wirklich,
Sondern was ja wirklich speziell ist, wenn man auf die reinen Zahlen guckt. Wir hatten jetzt Bertelsmann, kompletter Kahlschlag, Journalisten leben in Angst. Gleichzeitig bei Disney. Disney ist so ein Monster, dort wird auch, glaube ich, 12.000 Leute entlassen. Google, Facebook und Twitter entlässt quasi die Hälfte. Das ist die analoge und digitale Matrix, die gerade auf beiden Seiten, also die verlieren ja gerade alles. Und das ist ja das Faszinierende. Das, was wir als Matrix kennen, als Weltbild, das bröckelt gerade an allen Ecken und die wissen nicht mehr, wie sie es aufhalten sollen. Das wird eine Lawine. Ja, zum Stichwort letzte Kräfte, Jo, würde ich auch gerne nochmal ergänzen. Ein Video, was ich gesehen habe, das fand ich sehr krass. Und zwar ein Bus mit lauter jungen Mädchen drin, am Handy in Uniform, teilweise mit Helm. Und die Story dazu war, sie werden an die Front gebracht. Das sind eben neue ukrainische Kräfte. Weißt du, junge Mädchen. Wenn da die Unterzeile stimmt, dann passt es sehr gut zu dem, was der Herr Reißner, dieser Oberst vom österreichischen Bundesheer, der immer mal wieder informiert über die Sachstände dort drüben, sagte, dass die ukrainische Armee nunmehr das dritte Mal aufgebaut wird, nachdem sie zweimal ja, stark dezimiert wurde und tatsächlich dort letzte Kräfte an die Front gebracht werden. Ja. Passend dazu auch würde ich jetzt gerne in die Runde nochmal werfen, das Projekt Blue Beam. Ja, eine alte Verschwörungserzählung, wenn man jetzt, was jetzt auch kommt, also wofür es Hinweise gibt. Es werden in Amerika werden ständig irgendwelche unbekannten Flugobjekte jetzt nicht nur salonfähig, sondern dann eben auch sozusagen abgeschossen. Warum ich das sage, ich will es jetzt gar nicht groß vertiefen, aber weil es in diese Erzählform reinpasst. Projekt Bluebeam war auch eine der letzten Stationen nach der Verschwörungserzählung, die man immer betitelt hat als letzte Stufen vor Einführung der, ja was, der NWO, ne? Ich würde sagen, ich sehe es sogar ein bisschen anders, weil natürlich gibt es den Plan, dass man eben einen Fake-Alien-Angriff nimmt als letzter Versuch, die Menschheit zu kontrollieren. Nur wenn man das versuchen würde, müsste man es so machen, dass es ein Schockerlebnis, wo alle sofort in Angst sind und dann sagen, wir müssen jetzt alles reinwerfen, um die Erde zu verteidigen. Das wäre meines Erachtens dann sinnvoll. Und was wir aber erleben, ist ja so ein allmähliches, wie eine Vorbereitung, dass man erst der eine Ballon da von den Chinesen und dann wird dann was in Alaska abgeschossen und das ist aber kein Spionagesatellit. Man sagt nicht, was es ist, ne, ob es ein Flugzeug ist oder ein Ballon oder ein UFO. Man sagt, es sind unbekannte Objekte und es werden immer mehr. Es gibt ja eben die Theorie, dass eben auch bestimmte positive Kräfte die Menschheit vorbereiten und auch im Hintergrund vieles Positives läuft. Also wenn man das wollte mit diesem mit der letzten Karte, den Fake-Alien-Angriff, dann müsste man es mit einem großen Schock machen, dass irgendwie ein außerirdisches Raumschiff eine Stadt mit Laserstrahlen oder was auch immer zerstört und dann alle Angst haben, oh, wann ist die nächste Stadt dran? Und wir müssen jetzt alle zusammenhalten gegen die Außerirdischen. Was wir erleben, ist ja quasi so ein allmähliches, ne, auf einmal überall unbekannte Flugobjekte, man weiß nicht mehr, sind es Ballons oder was ist es? Das könnte meines Erachtens eher ein positives Ding ist, die Menschen langsam vorzubereiten darauf, dass es natürlich eben auch diese Dinge gibt. So würde ich das interpretieren, aber ich kann natürlich auch falsch liegen. Ich komme jetzt damit mit einer etwas handfesteren Erklärung, zumindest die ich auch aus englischsprachigen Kanälen durchaus als plausibel empfinde. Wir haben ja dieses Thema Nord Stream Sprengung durch vermutlich die Amerikaner und die Norweger, sind ja beides Verbündete. Hat jetzt Seymour Hersh, der ja weltbekannt ist als der Enthüllungsjournalist schlechthin, angefangen bei dem Massaker von My Lai 1969, dann eben die Watergate-Affäre und einige andere Dinge, also der den Mächtigen in Amerika immer wieder in die Suppe gespuckt hat, hat auch angekündigt, dass da noch ein paar Dinge mehr kommen. Allerdings, diese Geschichte ist ja in Amerika tatsächlich hochgekocht und plötzlich wurde angefangen, ja, Ballons oder whatever abzuschießen, keiner weiß es so genau. Jetzt muss man aber noch eines dazu sagen.
die Vereinigten Staaten müssen da jetzt rumeiern, also unter ihrem besten Oberbefehlshaber aller Zeiten, dass sie Wetterballons abschießen können. Das ist nicht so einfach, zumindest nicht für die Amerikaner, weil die Dinger tatsächlich über 20 Kilometer in der Stratosphäre fliegen und da kommen ihre Raketen und ihre Jäger nicht hoch. Ich habe jetzt einen Bericht gehört, dass erst als dieser erste Wetterballon unter 20 Kilometer abgesunken ist, da konnten sie ihn abschießen. Also wir erleben im Moment, und das hängt auch mit der Munition und anderen Dingen zusammen, dass die allmächtigen Vereinigten Staaten gar nicht so allmächtig sind, wie sie immer tun. Und ich denke, das erleben wir im Moment. Und dann und hast du die, natürlich noch ja, dieses... Ne, die moralische dieses Überlegenheit auch nicht mehr, ne? Genau. Ja. Also das, was man zumindest überlegen hat, kann, oder du kannst den Leuten erzählen, dass du überlegen bist, wie beim Pokerspielen, bis zu dem Punkt, wo der Bluff gecallt wird. Und dann musst du zeigen. Und das merken wir gerade, dass das kräftig in die Hosen geht, auf allen Bereichen. Das ist auch eine Transformation. Also aus meiner Sicht weg von der Lügengeschichte hin zu etwas, was die Welt so noch nicht gesehen hat. Und vielleicht erinnern wir uns alle noch an Independence Day, den ersten Film, wo du das jetzt gerade gesagt hast, mit den Aliens, Joe. War ja tatsächlich so, ne? Die Raumschiffe positionieren sich und dann auf einen Schlag. Jetzt kommen da irgendwelche Dinge. Es könnte auch außerirdisch sein, verfängt aber nicht, weil das brauchst du beispielsweise in Deutschland gar niemandem erzählen, weil da gibt es ja das Thema UFOs offiziell gar nicht. Überall anders auf der Welt, ja, bei uns nicht. Also bei uns verfängt es nicht. Und dann hast du natürlich das Thema, wem würde denn jetzt, wenn wir mal die Weltgemeinschaft fragen würden und sagen würden, welchen Landesführer oder Landesfürsten würde denn die Welt im Moment eher zutrauen, dieses Problem zu lösen? Onkel Joe oder dem lieben Wladimir? Also ich glaube, da schaut seine, also wenn man das als Narrativ aufbauen würde, ich glaube, da schaut die amerikanische Vorherrschaft auch nicht gerade gut aus. Also ich denke, das ist tatsächlich eines der letzten Dinge, aber man möchte hier ablenken von irgendwelchen Dingen, die sehr unangenehm sind und ich denke auch zu sehr großen Verwerfungen in den Vereinigten Staaten führen. Also ich glaube, das könnte tatsächlich so ein Ding sein und da wird noch einiges nachkommen, zumindest wurde das angekündigt, was tatsächlich die jetzige Administration in größte Probleme bringen kann. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das in Europa ausspielt, weil wenn man nämlich im NATO-Vertrag steht auch drin. Lass uns nur das später machen, Europa, Marc. Also gut, machen wir das später. Ich erzähle zu viel auf einen Schlag. Ich bin schon das sind zu viele Punkte, sonst kommen wir nicht bei. Also dieses Ablenkungsding ist sicherlich eine Erklärung. Da hast du eine sehr weltliche Erklärung und wieder mal ein USA under attack oder sowas. Ne? Also du kannst tatsächlich dann auch einen scheinbaren Krieg über den Köpfen der Amerikaner, kannst du damit auch zumindest hinschreiben. So whack the dog mäßig. Ja? Das war im Grunde erstmal alles, was ich dazu sagen wollte. Es ist eigentlich wesentlich spannender, weil man muss das auf die letzten 200 Jahre sehen. Der Plan, der hier durchgeführt wurde, läuft ja schon seit Napoleon. Also die haben ja dann nach Napoleon diesen X-Club, das war eine Gruppe von der Royal Society aus England, die haben sich immer samstags getroffen, die nannten sich dann der X-Club. Und die hatten dann mit dem Gedanken von Nietzsches Übermenschen. Und dazu musstest du ja erstmal etwas erzeugen, dass der Mensch glaubt, er wäre fehlerhaft. Weil nur wenn der Mensch glaubt, er wäre fehlerhaft, hat er das Bedürfnis, sich zu verbessern. All die ganzen Krisen waren gemanagte, Bertil Sein, erschaffene Krisen. Du kannst quasi seit 2001 bis jetzt war eine konstante Krise, die uns quasi auf ihre Art und Weise transformieren sollte. Die haben seit 20 Jahren jedes Verbrechen gemacht und am Ende klappt ihr Plan nicht. Die können jetzt nicht einfach aufhören. Die haben in alle Richtungen Scheiße gebaut. Wenn die jetzt aufhören, das war ja schon bei der Wahl in Amerika, wo es bis in die 15. Runde ging. Dort war ja die Frage, galgen oder nicht galgen. Alles andere stand dort nicht zur Debatte. Also ich bin mit dem Zweiten Weltkrieg, Ende Zweiten Weltkrieg, da bin ich bei dir. Ich hätte jetzt als, nicht gerade bei Napoleon, ja, aber Ende Zweiter Weltkrieg, mit diesem Roswell-Narrativ, auch da waren es Wetterballone, die flogen, ich denke ja gerne in Mustern, in Schablonen, Falco, in Zykliken.
Und die werden jetzt wieder ausgepackt. Das sind für mich immer wieder gleiche Märchen oder Narrative, die man dann braucht, um Aufmerksamkeit zu ziehen, ja. Und Da gehen wir ich würde doch mal wirklich viel realistisch. mal. Okay, ich wollte bloß noch kurz sagen, gehen wir mal realistisch an. Es gibt sechs verschiedene Typen, die aus der deutschen UFO-Produktion entstanden sind. Das chinesische Secret Space-Programm beruht auf dem amerikanischen. Der wurde einer herausgeschmissen. Der hat aber von den Deutschen geklaut. Der Army hat drei verschiedene Secret Space-Programms, Army, Navy und CIA. Der Israeli hat sich von allen was geklaut. Der Russe hat sein eigenes Space-Programm. Und die Deutschen machen auch schon seit 1850 UFOs. Ich habe noch nie welche von außen gesehen. Jetzt du, Joe. Ja, man könnte natürlich all diese Details, ich würde noch viel zeitlich viel weiter zurückgehen. Ich glaube, wir haben ein Geschehen, das ist fast gar nicht fassbar. Es geht viel über die Erde hinaus, also viel weiter kosmisch und viel weiter zeitmäßig. Was jetzt das Besondere, es geht ja um Transformation. Ich glaube, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo die Menschheit wirklich auf der Kippe steht, sozusagen, schaffen die dunklen Kräfte es, die Menschheit komplett zu versklaven, in die neue Weltordnung zu führen, oder wacht die Menschheit doch jetzt langsam auf? Es ist ein Prozess, der sehr heikel ist, meines Erachtens, und der auch lange dauert, wo man auch jetzt nicht sagen kann, ja, das ist morgen vorbei oder jetzt kommt Trump und dann ist alles gut, sondern es ist ein Prozess, aber ein elementarer Prozess, der möglicherweise ein jahrtausendealtes Programm, die Menschheit zu versklaven, was die ganze Zeit schon läuft und die Menschen sich auch meines Erachtens noch nie so völlig bewusst darüber waren, was mit ihnen gemacht wurde, aber jetzt mehr und mehr Menschen doch merken, auch diese Pläne so langsam durchschauen und merken, dass sie manipuliert wurden die ganze Zeit. Ob das jetzt, egal, Pandemie war oder die Wahlen oder egal was, die Religionen, alles wird hinterfragt. Und ich glaube, wir hatten noch nie eine Phase der Menschheit, wo so viele Menschen sich wirklich mit diesen Hintergründen beschäftigt haben oder so viel wussten über, dass in den höchsten Kreisen Kinder missbraucht und getötet werden, Adrenochrom und so weiter. Das taucht ja heute überall auf. Oder Erdbeben in der Türkei, dann kommt sofort, die Leute gucken nach Hab und Erdbebenwaffen. Ne? Das heißt, meines Erachtens haben wir eine Zeit, wo es bei der Menschheit wirklich um eine Transformation geht. Und da sind wir mittendrin. Und ein sehr langer Vorlauf, ein viel größerer Überbau, kosmisch meines Erachtens, wo wir drin sind. Aber wo jetzt gerade sich alles zuspitzt. Und Transformation ist für mich wirklich ein schönes Thema des Kongresses, weil das meines Erachtens im Moment stattfindet und wir dadurch überhaupt erst, wir können ja überhaupt nur über diese Dinge so reden, auch wenn wir unterschiedliche Herangehensweisen haben, weil überhaupt das Bewusstsein dafür vorhanden ist bei euch und vielen anderen, dass hinter dem, was man uns in den Nachrichten zeigt, etwas ganz anderes steht. Das ist heute so vielen Menschen bewusst. Viele Leute glauben nicht mehr den Mainstream-Medien, die, wie er eben gesagt hat, was war im Vorgespräch, ne? Bertelsmann und Entlastleute und überall Facebook, wie auch immer. Die großen Firmen verlieren Mitarbeiter, verlieren ihre Macht. Es wird nicht mehr geglaubt, die Leute stellen Fragen. Ich glaube, das ist wirklich eine besondere Zeit der Transformation. Ich habe die ganze Zeit noch nichts von Martin gehört. Der hört immer zu und alle anderen übertrumpfen den immer. Vielleicht Er sagst du hört ja sehr was. aufmerksam zu und hört sich die unterschiedlichen Ansätze an. Also ich komme ja eher so ein bisschen aus der Vergangenheit, weil ich mich eben auf Tartaria spezialisiert habe. Und meine Theorie ist eben, dass viele gute Sachen für die Menschheit in der Vergangenheit schon da waren. Ich lese im Moment gerade ein Buch, die Kirchengeschichte so ein bisschen einordnet. Und für mich geht eigentlich die Versklavung der Menschheit so richtig los um 1500, als nämlich die katholische Kirche aus meiner Sicht die Religion geklaut hat, weil die evangelische Kirche oder die Protestanten oder das, was Luther oder das Urchristentum verkörpert hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel älter ist wie die katholische Kirche. Die katholische Kirche dann eben durch die Macht der Mönche und der Jesuiten
da mit hoher Wahrscheinlichkeit 1000 Jahre eingespielt hat. Ich mache es an einem ganz plakativen Beispiel fest, wenn man sich alte Karten von Tartarien anschaut oder alte Weltkarten anschaut, 1450, 1500, 1600, da ist Rom ein ziemlich kleines Dorf, während in Asien der Bär steppt. Ne? Also Tobolsk und wie diese ganzen Städte heißen. Also ich glaube, dass das richtige Belügen der Menschen so um 1500 losging. Ich finde das, darf ich, natürlich, ich rede vielleicht zu viel, aber ich finde das interessant, weil dieses Thema Tartaria, das hatte ja vor kurzem noch niemand auf dem Schirm. Das ist quasi aus dem Nichts aufgetaucht. Ich habe von Gene Decode ein längeres Video gesehen und er sagt, wir sind quasi, das ist eine andere Zeitlinie und wir sind quasi jetzt auf einmal, sind wir in einer Zeitlinie, wo wir eine andere Vergangenheit auch haben. Das heißt, dieses Tartaria gab es vorher so nicht, aber jetzt gibt es die alten Karten. Es gibt ja dieses verrückte Phänomen des Mandela-Effekts, ich habe da Videos drüber gemacht, dass es manchmal, was weiß ich, Mandela, ne, angeblich gestorben im Gefängnis und auf einmal dann doch Präsident geworden von Südafrika und viele andere, ne, der von Monopoly, der Typ hat Monokel oder nicht, oder von Moonraker, das Mädchen hat eine Spange oder nicht, ne? Also unterschiedliche Erinnerungen, die Menschen haben. Und Tartaria ist wirklich ein Beispiel, wo ich sage, da habe ich in meinen 65 Jahren nichts von gehört, außer jetzt seit einem Jahr oder ich weiß nicht, wie lange das auftaucht, ne? Und das ist meines Erachtens interessant, dass wir möglicherweise hier mit verschiedenen, ja, weiß nicht, Parallelwelten oder Zeitlinien zu tun haben. Und auf einmal so ein Thema da ist, das vorher nicht da ist, da war. Das nur so meine Gedanken, weil ich eben, wie gesagt, auf einmal ist das Thema da, alle reden über Tartaria. Es gibt die alten Karten und ganz viele interessante alte Videos und Bilder, nee, Videos nicht, aber Fotos, ne, wo man sagt tatsächlich, was ist da passiert, ne? Ja, ich weiß wirklich auch nicht, was da jetzt hintersteht, aber es war ja vorher nicht da. Wir haben nirgends sowas über Tartaria gesehen, auch wenn ich an der Schule im Erdkundeunterricht die große Weltkarte, da war ja nicht Tartaria oder im Dirke. Es wurde rausgeschrieben. Aber was eben interessant ist, und deswegen sind für mich vor allem, also die alten Karten sind natürlich interessant, wobei du natürlich immer sagen kannst, der Karten kann man malen und man kann auch das Alter fälschen. Aber wo es wirklich interessant wird, ist zum Beispiel die Enzyklopädie Britannica aus dem Jahre 1771, wo du eben einen Artikel drüber findest. Und der zieht sich ja tatsächlich durch über ein Lexikon, das habe ich jetzt gerade letzte Woche bei mir gepostet, ein Konversationslexikon aus Deutschland des Jahres 1880 oder auch in Meyers Konversationslexikon von 1908. Da findest du das überall. Die Engländer haben als Erste angefangen, es aus der Enzyklopädie wieder rauszunehmen. Und das ist für mich eben, das fällt zusammen mit dem Zeitpunkt, wo die Engländer, davor die Spanier, später dann die Amerikaner als die klassischen Seemächte, Tartaria als die klassische Landmacht platt gemacht haben. Es fängt zeitlich, fällt es tatsächlich zusammen. Und dann auch die, ich sage jetzt bewusst, freimaurerischen Fälschungsversuche. Ich habe in einem meiner Vorträge den Kurier des Zaren, diese schöne Jules Verne, ne, der ein Freimaurer war, der hat ja mit dem Kurier des Zaren die Tataren runtergeschrieben von einer Weltmacht, wenn wir jetzt einfach mal sagen, sie waren es, zu einem Stammesaufstand gegen die Russen. Ne? Aber interessant auch, was du sagst, Jo, mit den Zeitlinien, ja. Ich habe ja auch mal gesagt, dass ich glaube, dass Napoleon nicht gegen Russland marschiert ist, sondern dass Napoleon zusammen mit den Russen gegen Tartarien marschiert ist. Mhm. Wenn man sich die alten Karten anguckt, das macht wunderbar Sinn. Aufgehangen habe ich das ganze Jahr an der Tatsache, dass zu der Zeit St. Petersburg die Hauptstadt von Russland war und Napoleon 8 Tagesmärsche zusätzlich in Kauf genommen hat, um eine Stadt anzugreifen, die nicht die Hauptstadt ist. Aber interessanterweise liegt eben Moskau, war tatsächlich umgeben von Großtartarien. Also Moskau gehörte zu der Zeit wohl schon zu Russland. Aber direkt hinter Moskau Richtung Osten und Richtung Süden war es praktisch von zwei Seiten von Tartarien umgeben. Und ich glaube also tatsächlich, dass der alte Napoleon nicht gegen Russland marschiert ist, sondern dass das praktisch der Sargnagel auf Tartarien war.
Ich würde zusammenfassend vielleicht einfach sagen, dass wir einfach belogen werden über alles. Und Da die bin ich voll bei Geschichte dir. ist so, ja, löcherig wie ein Schweizer Käse, oder es stimmt hinten und vorne alles nicht. Und das ist eben auch ein Phänomen dieser Zeit, dass wir jetzt diese Dinge aufdröseln können. Da ist noch viel Arbeit. Ich weiß es ja auch nicht, was wirklich war, ne? Wir müssen wirklich alles, was uns gezeigt wird an Bildern, auch ne, diese Videos mit Tartaria. Ich weiß ja auch, dass jemand da auch gesagt hat, er teilweise in seinen Videos, wo das mit anfing, auch zu vorschnelle Schlüsse gezogen und zu schnell gesagt, das deutet auf eine Schlammlawine oder sonst was hin. Wie gesagt, ich bin da nicht so drin. Es ist nur wichtig, dass wir heute merken, wir sind dermaßen manipuliert, dass wir im Grunde fast gar nichts wissen. Wir müssen uns wirklich, wir müssen neu anfangen, alles zu erkunden und eigentlich anfangen bei uns selber, weil diese ganze äußere Welt ist wirklich dermaßen Matrix, dermaßen Verarschung. Was wir jetzt alles sehen, egal ob wir in die Geschichte gucken oder in die jetzige Zeit oder auch was man für die Zukunft an Prophezeiungen hat, wir können im Grunde nichts glauben. Wir können ja auch bald gar nicht mehr die Bilder oder die Videos als echt nehmen. Wir haben ja heute diese künstliche Intelligenz, die können Stimmen so perfekt nachmachen. Du machst mit meinem Gesicht jetzt die Stimme von Obama oder sowas, das ist überhaupt kein Problem. Und du kannst nachher nicht mehr sagen, hat der Joe das gesagt? Ich habe ja das Video gesehen, ne? Und das habe ich gar nicht gesagt. Das hat irgendjemand gemacht mit seinem Computer. Das heißt, sind eigentlich zurückgeworfen auf unsere innere Wahrheit. Meines Erachtens ist es wirklich so ganz wichtig, dass wir ja verlernt haben, auf diese inneren Stimmen zu hören. Wir gehen in die Schule, sind nur im Verstand, wir lernen auswendig zu lernen und das, was der Lehrer sagt, das müssen wir übernehmen, sonst kriegen wir schlechte Noten und wir verlernen so die innere Wahrnehmung überhaupt oder wir trainieren sie überhaupt nicht, wir haben es völlig vergessen. Meines Erachtens sind wir heute zurückgeworfen darauf und gezwungen, wieder zu unterscheiden zu lernen, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Das ist tricky. Ich kann auch nicht sagen, dass ich es immer weiß, aber manchmal hat man ja man hat so ein Gefühl, ob etwas wahr ist oder jemand was vom Pferd erzählt. Und das müssen wir meines Erachtens jetzt wieder lernen. Und es geht ja Lass sogar noch mich ein Stück darauf weiter. unbedingt eingehen, Jo. Ich möchte Okay. jetzt mal zwei Sachen mit ins Rennen werfen. Zu diesem, wir werden belogen. Einmal, wir können aus uns heraus reinspüren wieder, also von innen wieder nach außen leben, nicht von außen nach innen. Wie wir es meistens Ja. machen. Wir leben meistens von außen, orientieren uns im Außen an Nachrichten, an Informationen und stellen dann meistens fest, wir sind nicht genug. Wir müssen uns Ja. verbessern. Alles ganz neumodische Gedanken, auf die wir dann auch im Kongress einzeln einzugehen haben. Aber ich glaube, wir haben etwas anderes noch anzubieten. Und das gibt es tatsächlich auch im Außen. Und das ist wie eine Schatztruhe. Ich habe momentan einen Vortrag am Laufen, der heißt Sprache als Spiegel, Sprache als Siegel. Das heißt, in der Sprache sind über Jahrhunderte Märchen gleich. Und du hast recht, die Geschichte, die uns gelehrt wird, das sind Geschichten. Das sind Märchen, die in Ja. Schichten übereinander gelegt wurden, zu einem globalen Märchen. Ja. Unsere Sprache ist ein Siegel und da, wie eine Box wurde da etwas versiegelt. Und darinnen können wir immer noch über die Worte wieder entblättern und Wahrheiten finden. Und da bin ich momentan dran, da werde ich auch auf dem Kongress noch mal einiges dazu sagen. Das wäre die eine Sache. Warum wird ein Krieg gegen die deutsche Sprache geführt? Also ich nehme den jedenfalls wahr, weil da Wahrheiten drin sind. Ja? Okay. Ja? Frank, ich glaube, es wird nicht bloß Krieg gegen die deutsche Sprache geführt, es wird Krieg gegen jeden Aspekt des Lebens geführt. Ja. Weil diese Reformmarxisten lachen ja die alten Marxisten aus, weil sie sagen, Leben ist nicht nur Klassenkampf. Wenn du siehst, dass die heutzutage, ob nur die Tradition, das Geschlecht, die Familie, die Nachbarschaft, die Sprache, das Recht, es wird Krieg, ob nur gegen die Natur, gegen Lebensmittel austauschen oder bis hin zur Brust der Frau, die ersetzt wird durch eine Plastikbrust, gegen jeden Aspekt des Lebens.
deswegen ist ja die Revolution des Bösen so total. Es geht ja bis zum Doktor mRNA. Weil das war dann die letzte Revolution, die sie durchführen wollten, dass sie dann diese Designer-Babys. Und ich habe dann als Vorbereitung auf meinen Vortrag einfach mal von den Gründungsmitgliedern des amerikanischen Kindergartens und der Schule paar Zitate rausgesucht. Halte ich fest, die öffentliche Schule wird die Spaltung der Völker überwinden, die seit Babel existiert, sagt Frau Peabody, die Erfinderin des Kindergartens. Also, ne, also die Schule hatte schon niemals den Hintergrund, also die Schule ist das ultimative Tool zur Demokratisierung und Sozialisierung für das Utopia, weil jeder muss in die Schule gehen. Und das wussten sie, deswegen haben sie doch den Langmarsch durch die Institution gemacht. Deswegen kriegt doch jeder diesen schwarzen Hut an der Universität, die dann unsere Lehrer wären, die dann mit den Kindern auf die Straße gehen und dieses neue richtig und falsch ihnen erst beibringen. Dieses komplette Umtransformieren der gesamten Generation geht ja über die Schule. Die Und die Schule Schule, so wie sie sie Freigung ist ein erschaffen haben. Steuerungsaspekt für moderne Gesellschaften. Punkt. Ja, du meinst 90 Also Prozent. der Plan ist ja wie quasi George Orwell 1984, dass man eine Gesellschaft hat, wo alle quasi kontrolliert, überwacht werden von irgendjemandem. Und ich habe gerade ein englisches Interview gemacht über, was ist die neue Weltordnung. Das heißt, wir haben da eine superreiche Elite, die quasi den gesamten Planeten und die gesamte Menschheit kontrollieren und besitzen will. Und das geht eben nicht mit frei denkenden Menschen, die sich individuell entfalten. Für mich ist der Mensch eben wirklich ein göttliches Wesen und jeder entwickelt sich individuell und jeder hat einzigartige Eigenschaften. Und das alles gleich zu machen, das ist ja das, was wir da erleben, dass die Kinder eben auch nicht mehr von einem Mann und einer Frau, die sich lieben, gezeugt werden. Wir haben das ja heute ja überall, dass die Kinder schon nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind oder man ihnen sagt, ja, du kannst entscheiden, ob du ein Junge bist. Ne? Sag das mal auf dem Land, wenn du versuchst, einen Bullen zu melken, dann merkst du, was der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen ist. Aber das soll ja alles so beliebig sein, dass keiner mehr weiß, ob er Männlein oder Weiblein ist. Und zwar warum? Damit sich die Menschen eben nicht mehr natürlich fortpflanzen, sondern quasi der Staat die Kinder erzeugt in der Retorte und die Kinder dann natürlich auch ohne Liebe aufwachsen, ohne liebende Eltern und dann natürlich alle traumatisiert sind und kalt im Grunde funktionieren als Sklaven. Das ist ja das, was gewollt ist und wir erleben das ja überall. Ich finde das mit diesen Geschlechtern frappierend, dass überall jetzt nur noch Männer, die sich als Frauen empfinden oder Frauen als Männer oder Frauen mit Bärten und so. Und du darfst sie da aber nicht als, du musst sie als Madame ansprechen. Wenn du dich weigerst, wirst du bestraft. Nur das sind ja solche Sachen, die wir heute dauernd erleben. Und allein diese Gendersprache, dass ich sage, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen oder liebe ZuschauerInnen, da drehe ich doch durch, ne? Da wird die Sprache natürlich völlig verhunzt. Aber das ist eben genau die Absicht, dass eben keiner mehr weiß, ob er Männlein oder Weiblein ist. Ich weiß es so einigermaßen, aber wer weiß, vielleicht bin ich auch manipuliert. Ne? Also das ist eben das in die Zukunft, in die uns haben wollen, wer auch immer da oben jetzt auch an der Spitze der Pyramide ist. Für mich ist es ja ganz klar, dass es nicht hier eine Pyramide ist, eine Hierarchie von Geheimlogen und ganz vielen Aspekten, die alle daran arbeiten, diesen Plan, die Menschheit zu kontrollieren und zu unterwerfen, versuchen durchzusetzen. Und das Einzige, was wir als Menschheit für eine Chance haben, ist, dass wir das erkennen und uns besinnen auf die Menschlichkeit, besinnen auf das Natürliche, auf das Göttliche, auf die Schöpfung, die Liebe, die wir als Menschen haben. Reingrätschen ein bisschen. Also wir sind da, ich bin mit dem Falco auch sehr d'accord. Ich sehe ein Krieg von Lebenskräften und von Destruktivkräften. Ja, wie die jetzt organisiert sind, ob die pyramidal sind, ob die in Logen aufgestellt sind und so weiter, da hast du sehr viel geforscht in den letzten Jahrzehnten. Ich lasse mir da, deswegen sage ich auch immer, ich betreibe Alltagsforschung, ich lasse mir da noch Raum für Beobachtung und auch um neue Puzzle da einzufügen oder so. Ich würde mich da jetzt noch nicht festlegen, dass ich sage, das ist so und so organisiert, strukturiert. Wir leben in der Zeit von Offenbarung, also hier wird ja gerade alles auf den Kopf gedreht und mich würde jetzt auch nicht wundern, wenn jahrzehntealte
Sachen der alternativen Szene oder scheinbare Tatsachen da auch noch mal auf den Kopf gestellt werden, weißt du? Wenn es da noch mal Ja, aber ja. wir haben aber noch ein anderes Phänomen momentan in dieser Zeit. Ja, ich gebe dir recht, es könnten durchaus auch gewisse Narrative der alternativen Szene irgendwann in Mitleidenschaft gezogen werden. Das, was wir aber auch sehen, zumindest die letzten 30 Jahre, dass wir ja ein, oder eigentlich ist es schon länger, sondern dass dieses System und diese reichen Familien im Hintergrund ein sehr großes Problem haben. Ihr aktuelles Finanzsystem, was sie 1944 zumindest, das war das letzte Mal, dass ich sag mal, so ein großer Umbruch stattgefunden hat, den wir sehen konnten, dass der jetzt einen Zyklus oder ein Ende seines Zyklus erreicht. Und das ist Bretton Woods, Schrägstrich, das, was letztendlich dann hinten dran ist. Man baut also seit 30 Jahren, ob das Thema mit dem CO2 ist oder ob das jetzt diese Thematiken ist. Wir reden ja hier von Dingen aus Westsicht, aus meinen Beobachtungen, dass hier dieses Dollarsystem am Kollabieren ist. Niemand braucht es mehr. Der Westen hat ja auch nichts, wonach es dem Rest der Welt tatsächlich irgendwo dürstet. Also da gibt es nichts mehr, was im Angebot ist, was attraktiv ist. Ja? Also wo man was sagt, du hast hier einen wunderbaren Honig oder du hast hier irgendetwas, was gut schmeckt, auch intellektuell gut schmeckt. Da ist nichts mehr da, sondern es ist alles hohl. Und ich glaube, dass da einfach diese Leute ein Problem haben, dass sie jetzt gerade etwas neu einführen wollen. Aber der Rest macht nicht mehr mit. Ja? Also wenn du dir anguckst, du hast die Trennung letztes Jahr, die gewaltsame, also Ost und West, letztendlich ist das auch in Anführungszeichen eine Kontentrennung. Wenn du dir das anguckst, du hast dieses globale SWIFT-System wurde gewaltsam zerstört, in der Hoffnung, dass man Russland ausschalten kann und dass die zusammenbrechen, genau das Gegenteil passiert. Und da sind die aus meiner Sicht in einer riesigen Panik drin. Ich glaube auch, dass wir vielleicht die letzten Jahre einen Herrn Schwab und seine Konsorten zu viel Energie beigemessen haben. Die haben eine gute Marketingabteilung, aber was sie nicht haben, ist tatsächlich etwas, was die Leute attraktiv finden, weil es nämlich nichts mit Wahrheit und auch mit lebensbejahenden Dingen zu tun hat. Und daran scheitern sie. Das ist zumindest meine Beobachtung und auch meine Hoffnung. Ob das natürlich in unseren Breiten tatsächlich so ankommt, das ist was anderes. Aber wir erleben, denke ich, tatsächlich etwas, wo sich hier unheimlich viel, was man versucht hat zu klammern, was sich gerade mit Macht auseinander dividiert und neu erschafft. Das ist zumindest meine Beobachtung. Könnt ihr Man damit muss, was anfangen? ich denke, man muss auch an der Stelle, wenn man bedenkt, wir sind die erste Generation, die überhaupt in dem Maße verstanden hat, dass das Böse überhaupt erstmal existiert und wie es strukturiert ist. Diesen Deckel kriegst du nie wieder auf die Flasche drauf. Das muss man verstehen. Jeder einzelne von uns wird irgendwann später historisch als Change Agents. Weil wir haben einen Veränderungsprozess begonnen, der zu einer Zeitenwende führte, der aber auch zu einem neuen Zeitgeist führt. Nicht nur in Europa, sondern auch global. Wie hat es der eine von Stratford gesagt, wenn die Deutschen nicht mitspielen, dann klappt das nicht. Deswegen ist ja das, was wir machen, hier so wichtig. Wir sorgen dafür, dass das Spiel auf deutschem Boden nicht mehr funktioniert, quasi im wichtigsten Zahnrad, was sie haben. Na, und ohne uns, wenn sich Deutschland jetzt mit den Russen oder Deutschland mit dem neuen Ottoman Empire bestens stellt, dann hast du ja wieder die Konstellation, wie sie früher mal war. Und das britische Establishment ist ja raus, weil der Ami wurde ja auch bloß übernommen vom Briten. Na, wenn die Machtstrukturen, die quasi seit 3000 Jahren existiert haben, die wir aber nie greifen konnten, die immer die unsichtbare Kraft genannt wurden. Jetzt hatten sie alle ein Telefon in der Hand. Jetzt kennen wir alle ihre Namen. Die müssten uns schon alle umbringen, um das Ding wieder auf den Deckel zu kriegen. Und das schaffen sie nicht, weil niemand mehr mitspielt. Kontrolle funktioniert ja nur, wenn du Kontrolle über das Narrativ hast. Die haben sie komplett verloren. Kontrolle über die Menschen haben sie verloren. Die haben Kontrolle über die BRICS verloren. Sie haben auf allen Ebenen die Kontrolle verloren. Deswegen ist ja auch aktuell so ein Chaos.
Ne? Weil die bisher geherrscht haben, die hatten niemals ein Wort für Defensive. Ich glaube, Brauchten sie ja bis jetzt auch nicht. wir haben ja eigentlich die letzten paar Jahre wirklich sehr deutlich gesehen, was sie versucht haben. Nämlich der Versuch mit der Pandemie, die gesamte Menschheit, du sprichst immer nur von den Deutschen und den Amis und den Russen und so, ist ja der Versuch, die gesamte Menschheit zu kontrollieren. Die Deutschen spielen natürlich eine Rolle, aber es war ja so, dass man eben es wirklich geschafft hat, der ganzen Welt so eine Angst zu machen vor einem Ding, was man nicht sehen kann, nämlich ein Virus, was so klein ist, was man gerade unter dem Elektronenmikroskop vielleicht sehen kann, aber nicht mal weiß, was es macht, aber den Menschen eben medial weltweit so eine Angst zu machen, dass sie eben mit Maske im Supermarkt und dann gab es ja Zeiten, wo Security vorm Supermarkt stand, wo du nachweisen musstest, ob du zumindest eine Maske hast oder ob du geimpft bist und du konntest keinen Sport machen ohne Impfung und so weiter. Wie viele haben sich impfen lassen? Das ist für mich etwas, wo sie versucht haben und zwar ziemlich weit gekommen sind, eben mit einer Methode, wie man weltweit die Massen kontrollieren kann. Das hat gar nichts mit einzelnen Ländern zu tun. Es ist ja weltweit passiert, dass in Neuseeland totaler Lockdown war, obwohl da zwei, drei Leute nur Corona hatten oder gestorben sind oder was auch immer, wenn das überhaupt stimmt. Aber wenn wir jetzt gucken, wo wir jetzt sind, immer mehr Menschen merken, also man redet eigentlich gar nicht mehr gerne über die Zeit, ne? Also die Leute, die einem vor 3 Jahren noch gesagt haben, du kriegst ja keinen Kaffee, weil du hast ja keinen, hast so einen Test und ich habe keinen Test und du trägst keine Maske, ne? Die reden heute nicht gerne darüber, weil sie sich auch nicht gerne daran erinnern, weil es vielleicht eben, merken sie ja jetzt, ja, es war auch irgendwie scheiße, ne? Dass wir nicht mal die alten Leute im Altersheim besuchen konnten, weil die Kinder die anstecken konnten. Wie unmenschlich. Also diese Kräfte haben versucht, eben eine unmenschliche Welt durchzusetzen, durch Angst, die gesamte Menschheit zu manipulieren. Sie sind sehr weit gekommen, aber es ist eben nicht komplett gelungen. Meines Erachtens funktioniert es eben nur, diese neue Weltordnung, wenn die allermeisten Menschen eben das tragen, die eben glauben, dass das alles in Ordnung ist, dass die eben diese Matrix schlucken, dass sie denken, die Welt ist doch gut, mir geht's gut, ich habe meinen Job, ich habe meinen, ne, großen Fernseher, ich habe Netflix. Also was soll ich mich beklagen? Und wenn dann ein paar Leute, das ist ja 1984 so oder in anderen Science-Fiction-Filmen, dass dann einer irgendwie aufwacht und ausbrechen will. Und der wird natürlich sofort rausgeholt und wird ein bisschen gefoltert und so weiter, kriegt Drogen, dass er vielleicht nachher wieder funktioniert. Das kannst du mit ein, zwei Leuten oder mit 1.000 Leuten oder 10.000 Leuten machen, aber nicht mit 100 Millionen auf der Erde, die eben jetzt anfangen, sie haben gesehen, was man mit ihnen gemacht hat. Sie merken jetzt, die Geimpften, die sind dauernd krank, die sterben, ne, und das wird ja noch viel schlimmer werden. Das heißt, das, was sie versucht haben, ist in die Hose gegangen, weil es eben nicht gelungen ist, dass 99% das geschluckt haben. Und wenn sie das, ne, das wäre ja so gewesen, dass alle nachher irgendwie eine Corona-App haben und du kommst nicht mehr in den Supermarkt, du kannst nichts mehr kaufen, wenn du keine oder ein Schiff unter der Haut hast, ne? Und das wäre ja in die Richtung gegangen, wenn die meisten das mitgemacht hätten. Und man hat ja gesehen, wie man versucht, die Corona-Leugner und die Querdenker dann auszugrenzen und mit der Polizei dann auf der Demos wurden die zusammengeknüppelt, ne? Also es ist erstaunlich, wie weit das funktioniert hat. Aber ich glaube, dass das langsam bröckelt und wir sehen, dass es bröckelt, weil die Leute einfach merken, ja, das. Irgendwie haben die Verschwörungstheoretiker doch überall recht gehabt, ne? Und das werden noch mehr Menschen werden das merken, weil noch mehr Menschen sterben werden, junge Menschen. Wir haben das ja, dass ganz viele Sportler 20 Jahre auf einmal auf dem Fußballfeld zusammenklappen und sterben. Das gab es ja noch nie so. Es wird natürlich von den Medien alles noch nicht transportiert. Es wird immer so, ja, das. Ne, wird immer irgendwie so dargestellt, dass das natürlich nichts mit der Impfung zu tun hat. Man weiß nicht, woran das liegt, dass junge Leute jetzt Myokarditis haben und so weiter vermehrt. Man weiß es einfach nicht, ne? Aber irgendwann muss doch auch der Dümmste das erkennen. Und das ist eben so ein Versuch, die ganze Menschheit über Angst so zu manipulieren, dass sie freiwillig ihre Freiheiten aufgeben und sich
einem System unterordnen, wo jederzeit seine ID vorzeigen muss und sonst nicht einkaufen kann, wenn er nicht geimpft ist. Das hat nicht funktioniert. Und das ist meines Erachtens das Positive, was wir erlebt haben in den letzten 3 Jahren. Und ich sehe es wirklich so, dass das auch nicht nochmal möglich ist und auch nicht mit dem Klimawandel und auch nicht mit Außerirdischen, dass man jetzt so eine Angst macht, dass die Leute sagen, oh ja, jetzt brauchen wir ja unbedingt eine Klima-App und wer die nicht hat, der kriegt nichts mehr zum Einkaufen. Ne? Das wird nicht funktionieren. Das heißt, sie sind sehr weit gekommen, sie haben es war quasi wie beim Poker, war vorhin ja schon mal all in. Ne? Also sie haben alles reingesetzt mit dieser Corona-Pandemie. Sie haben geplöfft und sie sind ziemlich weit gekommen. Aber dann hat es nicht funktioniert. Und nochmal wird das so schnell nicht so gehen. Und die Menschen, wie gesagt, die wachen auf, gerade eben auch, weil sie die ganzen Jahre, ja, jeder Tag haben die Menschen da auch, denken darüber nach, was läuft hier jetzt mit dem Ukraine-Krieg und so. Zu Anfang sofort, ne, wie das umgeschlagen ist. Auf einmal sind die Russen die Bösen, über Nacht, ne, weil die Nachrichten das sagen. Und alle haben das geschluckt. Aber mit der Zeit fängt das schon, die Leute denken schon irgendwie drüber nach. Kann das denn so sein, dass die Ukraine immer nur die Gute ist und die Russen sind nur die Bösen und jetzt sollen wir alle Panzer nach, irgendwie, die denken drüber nach. Sie denken über die Corona-Sachen nach und sie denken über vieles nach. Und auch wenn die meisten, sage ich mal, die Massenmenschen einfach dem nächsten Arsch hinterherlaufen wie Schafe, das ist einfach so, das ist gar nicht entscheidend, aber es sind viel mehr Menschen, die inzwischen die Dinge hinterfragen, als dass sie das noch unter Kontrolle kriegen können. Und das ist die Transformation, die wir haben. Na, weil sie das neue Normal erlebt haben. Das war's ja. Kinder mussten ins Homeschooling. Das war ein neues Normal. Homeoffice, lebenslang. Ich meine, du hast jetzt Kindergarten als Gefängnis. Dann kommt die Schule als Gefängnis. Dann kommt Homeoffice als Gefängnis und irgendwann kommt ein Altenheim als Gefängnis. Das war ja das neue Normal. Bis hin zur Stadt, wo du bloß noch 15 Minuten laufen musst. 16 Minuten brauchst du gar nicht, weil du kommst aus der Stadt ja nicht mehr raus. Na, man hat ja alles erlebt, was sie machen wollten. Und durch dieses Erleben, bis dahin waren wir ja die Verschwörungsspinner. Ach, erzähl dann, ich so ein Schwachsinn, das muss doch Verschwörung. Das hast du irgendwo in einem Film gesehen, in einem Buch. Das kann nicht stimmen. Nach diesen 2 Jahren haben die alle freiwillig zu uns und haben uns nach den Büchern gefragt. Das war die Lüge wurde ja jedes Mal größer. Erst die Atombombenlüge, dann die Mondlandungslüge. Irgendwann hatten wir dann mit Klimawandel, dann kam 9-1-1-Lüge und dann kam ja die Corona-Lüge. Und mit der Mega-Lüge, wo du 8 Milliarden Menschen via kognitiver Kriegsführung, weil die haben ja wirklich geglaubt, dass das existent ist. Eine Mutter, die ihrem Kind die Maske aufgesetzt hat, hat das nicht gemacht, weil sie ihr Kind quälen wollte, sondern weil sie wirklich geglaubt hat, sie könnte ihrem Kind damit das Leben retten. Was ja heißt, die haben ihr das so den Kopf verdreht. Und am Ende bleibt die Frage, wer wusste wann was? Wer hat den Befehl gegeben? Wer hat es finanziert? Wer hat es koordiniert? Und was ist mit denen passiert, die es versucht haben zu stoppen? Weil jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen, was sie gern wollten, das wird so nicht funktionieren. Ich sehe auch, Falco, tatsächlich Forschungsbedarf. Du hast eben Corona-Lüge gesagt. Die Frage ist, was ist exakt die Corona-Lüge? Ja, was ist die Corona-Lüge? Also da kann jeder dann auch mal für sich nachdenken, was das sein kann. Ich sehe in der C-Krise nicht nur einen Kriegsbeginn. Der Jo definiert den als einen Krieg gegen die gesamte Menschheit. Man könnte ihn auch definieren als ein Gegeneinander von verschiedenen Interessengruppen, die dann alles einsetzen, auch über eine hybride Kriegsführung. Das könnte auch ein Teil einer Lüge sein, ne? Dass du eine Biowaffe einsetzt, wie auch immer. Da mag in den nächsten Jahrzehnten Forschungsbedarf sein, was das war. Ich sehe im Nachhinein diese C-Krise als eine Feuerprobe, die Menschen zu bestehen hatten und sie haben sie bestanden. Wenn ich die Impfzahlen genommen habe, ihr habt immer jetzt von der Angststeuerung gesprochen, ich habe mir die Impfzahlen sehr genau angeschaut über die Jahre, dann habe ich gesehen, dass die Angst, die langte so für 40-50% als intrinsische Motivation der Menschen. Für den Rest
brauchtest du Druck. Also geschätzt ungefähr 40%. Für den Rest brauchtest du Druck. Und danach kam eine Phase, wo der Druck unverhältnismäßig höher wurde zu der Anzahl derer, die willig waren, sich dazu noch Bedruckmitteln zu lassen. Und da war irgendwann der Stock in der Speiche und das ganze Ding ging um. Und das heißt nichts anderes, als dass aus meiner Wahrnehmung heraus derjenige Anteil der Menschen, die bis zum Ende gesagt haben, nicht mit mir, letztendlich jetzt verantwortlich sind für das Kippen dieses Narrativs und dafür, dass wir jetzt eine ganze Menge an Endspielmarkern, sage ich es mal, an Offenbarung auf dem Tableau liegen haben. Und da stimme ich mit euch beiden absolut überein. Jetzt fangen ganz viele breite Bevölkerungsschichten an, die Mitte der Gesellschaft an, immer mehr Fragen zu stellen. Naja, sie kriegen es leicht gemacht in Zeiten von Inflation, von Krieg und so weiter, von Arbeitslosigkeit. Also wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass hier eine ganze Menge schief liegt, der wird es auch nie mehr verstehen. Ja, ja speziell 73% der Kinder sind traumatisiert. Das betrifft jede Familie. Und die werden Aufklärung fordern. Du kannst jetzt nie einfach umschalten. Weil du hast das ist, also ich habe das Gefühl, also du hast ja die Wahl zwischen Homeschooling, wo das Kind dann irgendwann im Schlafanzug irgendwann mal aufgestanden ist, dann 3 Stunden Schule gemacht hat und wieder an der PlayStation war. Oder du hast in der Schule mit Maske gequält. Beides war jetzt nie wirklich optimal fürs Kind. Ne? Und wenn du den Leuten an die Kinder gehst, werden die sauer im Normalfall. Und darauf müssen wir jetzt bauen, dass die Leute wirklich einfordern, ihr habt mein Kind traumatisiert. Und du hörst da schon die Ausreden. Ein Lauterbach wird am Ende auch sagen, ich kann mich nicht erinnern. Deswegen haben wir doch jede seiner Aussagen mitgeschrieben. Wir helfen ihm dann beim Erinnern. Mir war in diesen 3 Jahren wirklich unglaublich, wie mir kamen die Menschen sehr blind an gegenüber dem, was sie ihren Kindern tatsächlich angetan haben. Ein anderer Marker ist jetzt auch das große Schweigen nach diesen 3 Jahren, was die Übersterblichkeit angeht. Über 3 Jahre wurde uns erzählt, jedes Leben zählt, soziale Verantwortung und so weiter. Ich erlebe momentan ein unglaubliches Vernebeln lauter Nebelbomben, was die Übersterblichkeit angeht. Aber auch da denke ich, das sind alles Denkangebote, Fragangebote, die da über die Leute ausgebreitet werden dieser Tage. Und die Saat geht auf, die geht garantiert auf. Weil kein Opfer vergessen. Was du jetzt Positives hast, ich glaube, weltweit gesehen haben sich noch nie so viele Menschen in so kurzer Zeit angefangen, miteinander zu unterhalten und festgestellt, dass es gar nicht so viele trennende Faktoren gibt, wie vielleicht verbindende Faktoren. Das finde ich besonders interessant, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen haben zueinander gefunden jetzt die letzten 3 Jahre, die sich sonst normalerweise nie getroffen hätten, auch wenn es jetzt erstmal virtuell ist. Aber was ist hier alles tatsächlich entstanden? Jetzt sind wir mal wieder bei unserem Kongress. Wenn das alles nicht passiert wäre, glaubt ihr, dass da so viele Menschen sich so auf die Socken machen würden, aus unterschiedlichen Ecken, unterschiedlichen Denkrichtungen, ne, wo man sich einfach auf einem, was soll ich sagen, auf einem Parkett treffen kann, wo man sich sonst normalerweise nie begegnet wäre? Du hast ja wirklich da Leute, ich sage jetzt mal so, vom Professor bis zum Sandler, ohne dass ich da jetzt jemand direkt ansprechen möchte, die sich da tatsächlich irgendwo vereinigen und miteinander reden und miteinander sprechen und letztendlich auch ihre Gedanken teilen. Das ist ein ganz großes Phänomen und das hat es die letzten, ich sage mal, 100, 200 Jahre so nicht gegeben, weil du nicht diese Vernetzungsmöglichkeiten hattest oder über deine Stadt hinaus. Heute sind wir in der Lage, wenn wir das wollen, mit jedem anderen Menschen auf der Welt in Kontakt zu treten, ja, über diese Hilfsmittel, auch die wir zum Teil, die zur Kontrolle verwendet werden sollen, aber auch genau das Gegenteil haben, dass du eben sagst, du hast die Vernetzung und das kriegst du nicht mehr unter den, also das kriegst du nicht mehr in die Tüte rein. Und überlegt mal, es besteht die Möglichkeit, wer sich dafür wirklich interessiert, also sich jemand hinsetzt und sagt, okay, ich suche mir jetzt jemanden beispielsweise in Russland oder beispielsweise in China und frage den einfach mal, wie schaut es denn bei euch tatsächlich aus? Oder
ich suche mir jemanden drüben in den Vereinigten Staaten und es wird miteinander gesprochen. Und die anderen, das hatten wir die letzten 100 Jahre nicht. Da war das wesentlich einfacher. Und auch der einfache, leichtgläubige fängt an, Fragen zu stellen. Das ist genau das. Und das ist die große Errungenschaft der Zeit. Das empfinde ich zumindest so. Eine speziell der alternativen Szene. Wir sind Change Agents. Wir sind stille Beobachter, die nur Informationen preisgeben. Ob du sie nimmst oder nicht, ist mir erstmal egal. Wir stellen sie zur Verfügung. Wir werden niemals wie Wolle Rose kaufen, dir irgendwas verkaufen wollen, sondern wir bieten die Information nur an. Wenn du bereit bist, wirst du in dieses Truferwissen-Netflix-Konstrukt, was wir erschaffen haben, einfach drauf zugreifen. Für die, die jetzt erwachen, ist es einfacher, weil wir haben ja alles schon hinterlegt. Wir haben ein komplettes Fundament an Wissen schon ausgebreitet. Ohne dieses Fundament würde der nächste Step niemals funktionieren. Die, die jetzt erwachen, können oft all das, was Joe oder andere ein Leben lang generiert haben, drauf zugreifen. Das wird ihr Leben einfacher machen. Wir haben quasi unsere Aufgabe schon getan. Ohne diesen Zwischenstep wären wir niemals hierhin gekommen. Und das ist das, was die Leute verstehen müssen. Die Transformation ist längst im Passieren. Und sie können es nicht mehr aufhalten, egal wie sie es drehen und wenden wollen. Bin ich voll bei dir. Und wenn du zurückblickst, der Konsumismus zum Beispiel oder der Wohlstand, die haben uns schon isoliert oder egoistischer gemacht. Die haben die Menschen schon voneinander getrennt. Nachher die Kreise für die Kontaktbeschränkung, das war nur noch die letzte Durchführungsebene. Und ich meine, auch mein Schwiegervater, wenn ich den oft gehört habe, wie oft hat er gesagt, hier im Dorf hat sich alles geändert, gibt keine Gemeinschaft mehr. Das war die Frucht dieses Wohlstandes. Der hat die Menschen unglaublich getrennt. Der hat die Menschen isoliert voneinander. Und die C-Krise war dann der Deckel drauf. Ich habe neuen Gedanken zur Inflation, die wir momentan ja auch mit 10% und mehr amtlich ist viel mehr beziffern. Im Grunde bringt uns die Inflation, das mal als Impuls in die Runde, positiv gesehen, die Werte wieder zurück. Wir werden erinnert daran, was diverse Teile, die wir früher weggeworfen haben, was die wert sind. Der Wert von Eigenarbeit, selbstgemachte Arbeit wird zurückkommen über den Wohlstandsverlust. Selbstgemachte Nudeln oder die Souveränität, ein Feld beackern zu können oder nur einen Kleingarten sich ernähren zu können, ist nicht mehr länger ein verschrobenes Hobby, was nichts wert ist, sondern es ist absolut wertvoll. Also wir kriegen über die Inflation, über die Entwertung, kriegen wir im Umkehrschluss sogar Werte auch wieder. Auch in der C-Zeit, Kontaktbeschränkungen haben uns gezeigt, was für einen Wert mein Mitmensch hat. Was für einen Wert es hat, ein gutes Gespräch zu führen. Was für einen Wert es hat, wenn dein Kind einen Freund hat, mit dem es spielen kann. Also ich erlebe auch hier bei uns in der Familie, dass wir immer noch andauernd auch am Aufarbeiten sind. Wie froh wir sein können, wenn jetzt eine Party abgeht oder so etwas, ja, weil die sich wieder haben. Aber ich will jetzt, also es wird uns ganz viele Werte zurückbringen. Und das ist auch eine Aufgabe von unserem Kongress daran, genau da anzusetzen, bei diesen Dingen, ja, wo die Leute weitermachen können zu Hause. Oh ja. Ja. Ich glaube, das, was man mit uns gemacht hat, das ist eben psychologisch, massenpsychologisch interessant. Das ist Mind Control und man muss wirklich verstehen, dass diese Kräfte sehr genau wissen, wie der Mensch funktioniert und wie man die Menschen quasi dazu bringen kann, dass sie Dinge machen, die ihnen schaden, aber es ihnen so verkauft, dass sie es tatsächlich machen. Und das haben wir eben in der Zuspitzung gesehen, genau in der Corona-Pandemie und wo das Misstrauen unter den Menschen so groß war, ne, dass man Angst hatte jetzt, die Menschen hatten Angst im Supermarkt, wenn jemand zu nahe kam oder so. Wir haben diese Plexiglasscheiben an der Kasse, ne, was natürlich Wahnsinn ist, weil die Kassiererin ja jeden Artikel, den ich kaufe, anfasst und dann fasse ich den wieder an. Also wenn es da ein Virus gäbe. Ne, aber das Misstrauen, was unter den Menschen gesät wurde. Und das ist ein Aspekt von Mind Control. Also die wissen, wie man Menschen mit Angst, mit Schuldgefühlen, auch mit Schmerzen, mit Drogen und so weiter, aber eben auch mit Versuchen zu dissoziieren. Das heißt, dass man Menschen dazu bringt, dass sie das, was sie selber wahrnehmen,
nachher selber nicht mehr glauben. Ne? Also ich habe mich wirklich auch damit beschäftigt, was Mind Control ist, dass es eben Versuche gibt, wie kann man Menschen dazu bringen, dass sie das machen, was jemand anderes will. Was weiß ich, ein Attentäter, Manchurian Candidate. Ne? Also man am besten fängt man ganz klein an bei den Kindern oder also vorgeburtlich noch, dass die schon traumatisiert werden über Schmerzen, dass die Eltern oder die Mutter dann auch keine Liebe gibt und so weiter und dass man die schlägt jederzeit und zwar unberechenbar, also und dann kommt wieder ein bisschen Entspannung und dann gibt's wieder Schläge oder was auch immer und dann sagt man zum Beispiel, welche Farbe hat dieses Hemd und dann sagt das Kind vielleicht gelb und dann sagt er, nein, das ist blau oder kriegt dann gleich Schläge oder Elektroschläge und so weiter und dann, was ist das für eine Farbe? Gelb, Widerschläge. Was ist das für eine Farbe? Okay, ist blau, kriegt es auch Schläge. Also, dass man die Menschen so kirre macht, dass sie nicht mehr wissen, ja, was Sache ist, weil sie wollen ja, dass die anderen ihnen sagen, was Sache ist. Ne? Also, das ist um genau einen Sklaven das, was ich zu programmieren. Ja, ja, natürlich. Aber ich will es auch ein bisschen aus. Das ist genau das, was ich momentan gesellschaftlich erlebe, was du sagst, ja, Wertegefühl gewährt verwirrt. Ja, ja, natürlich, genau das. Eben, das meine ich ja, ich komme eben vom Mind Control, um die Mechanismen aufzuzeigen und zu sehen, dass sie jetzt für die ganze Menschheit angewandt wurden. Erstmal diese Trennung von der Warnung, dass man immer sagt, ja, das, ne, wir werden ja ständig berieselt, auch mit Lügen. Aber die werden so oft wiederholt und dann sagt man ja, das sind die Experten, die haben ja viel mehr Ahnung als du, du bist ja quasi auch dumm, ne? Was weißt du denn? Wir haben ja die, ne, die Gesundheitsminister und was weiß ich und wie sie alle heißen, die uns jeden Tag dann gesagt haben, was die Inzidenzzahlen sind und so weiter. Und das ist wirklich Mind Control, was sie versucht haben, für die gesamte Menschheit anzuwenden, aber was eben doch letztlich nicht absolut funktioniert. Das wissen die auch. Ich weiß eben wirklich, ich habe Bücher oder Texte gelesen, wie man wirklich versucht hat, Menschen so absolut zu kontrollieren. Und die haben immer gesagt, es geht nicht absolut. Also es geht zu großen Teilen, dass man Menschen kontrollieren kann. Aber letztlich kann der immer wieder seinen eigenen Willen entdecken und dann ausbrechen aus dieser Programmierung. Und das ist das Schöne, dass die Menschen jetzt ausbrechen aus diesen ganzen Programmen der Matrix, weil sie sie eben nicht mehr schlucken und weil sie einfach gesehen haben oder jetzt immer mehr sehen, ja, dass es nicht stimmt. Und das ist eben die Transformation der Menschheit. Die Gefahr war wirklich, dass die Menschheit eben über Mind Control komplett in die neue Weltordnung gebracht wird. Und meines Erachtens ist es schiefgegangen, Gott sei Dank. Man muss es ja auch als Krieg gegen die Realität sehen. Wenn die Partei sagt, 2 plus 2 ist 5, dann hast du nicht zu widersprechen. Dieses ganze Prinzip von Maske auf und Maske ab, du sollst das nicht hinterfragen, du sollst es einfach machen. Deswegen haben die es doch so lange durchgezogen, dass du irgendwann im Kopf, es ist wie, als wenn du jemanden alle einer Viertelstunde so einen Piepston gibst und das über 6 Wochen hinweg, dann ist der so gebrochen, dann macht der alles, was du von ihm willst. Das ist ja wie ein geistiges Waterboarding, was die letzten Jahre durchgeführt wurde. Und das ist Krieg gegen die Realität. Und wenn du es wagst, der Wissenschaft zu widersprechen, dann kommst du auf den Scheiterhaufen, weil die Wissenschaft ist doch der neue Gott. Und trösten doch der neue Prophet innerhalb dieser Wissenschaft. Ne? Also wenn man überlegt, jeder ohne Nobelpreis durfte doch ja nicht mal zu Wort. Der Wahnsinn war ja, dass man den Wahnsinn durchgezogen hat, obwohl man noch für sich behauptet hat, man würde rational sein, im wissenschaftlichen Denken sein, evident sein. Und das ganze Ding hat vorne und hinten offensichtlich keinen Sinn ergeben. Ich bin jetzt zum Beispiel bei deinen Maskenbestimmungen, wann ziehst du auf, wann nicht. Ganz Deutschland hat gespottet oder sagen wir halb Deutschland und die andere Hälfte hat es getan. Also der Wahnsinn wurde dann mit Druck erfolgreich durchgezogen. Ja. Es gibt ja heute noch die Menschen, die mit
mit Maske im Supermarkt rumlaufen. Ne? Kriegsopfer, nämlich. Und das ist aber, ich habe es auch nochmal, ein Aspekt davon ist auch, ich habe das auch in meiner Sendung, glaube ich, ganz gut gesagt, denn der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, man guckt schon, was machen die anderen. Ich fühle mich ja auch unangenehm, also ich habe die Maske nie getragen, auch im Supermarkt, aber am Anfang war es wirklich ein blödes Gefühl, du gehst in den Supermarkt, du bist der Einzige ohne Maske, du rechnest damit, gleich kommt jemand auf dich zugesprungen und ruft die Polizei oder schmeißt dich aus dem Laden, du kriegst Hausverbot oder was weiß ich. Ne? Aber das Wachstum, was dabei passiert ist, dass ich mit der Zeit stärker geworden bin, dass ich heute sagen kann, wenn mich jemand blöd anmacht, wieso haben sie keine Maske, egal ob man es muss oder nicht, kann ich sagen, was ist das Problem? Ich bin gesund. Ne? Und sie sehen mit ihrer Maske jetzt nicht gerade gesund aus und sie sehen auch nicht glücklich aus. Ne? Also was ist das Problem? Das heißt, ich bin heute stärker geworden durch diese Situation, weil ich mich eben nicht habe untergeordnet, sondern ich habe zuerst als soziales Wesen auch die Angst gehabt, ja, die anderen gucken und waren ein blödes Gefühl, ne? Wir sind soziale Wesen, wir wollen schon von den anderen akzeptiert, wir wollen nicht ausgestoßen werden aus der Gruppe, ne? Das ist ja die Angst. Und ja, natürlich ist das, muss man das auch verstehen, dass Leute auch dann sich orientieren, was machen die anderen. Und als das aufhörte mit der Maskenpflicht im Supermarkt, das hat so lange gedauert, bis die Leute tatsächlich dann mehr und mehr ihre Maske nicht mehr angezogen haben. Heute gibt es immer noch welche. Aber es hat Wochen und Monate gedauert. Ich dachte, am ersten Tag, wo das wieder freiwillig ist, würden die meisten Leute jetzt ohne Maske einkaufen. Ja, nein, die gucken erstmal, ach, die, na, mal vorsichtshalber, doch die Maske auflassen. Es hat Wochen gedauert. Das zeigt eben das soziale Wesen, also dass Menschen tatsächlich schon auch massenpsychologisch gesteuert werden können. Und wenn du aber stärker bist und sagst, okay, das, was die Massen machen, interessiert mich nicht und was die Nachbarn, es ist ja nicht so, dass es mich gar nicht interessiert. Ich will ja auch gemocht werden. Ich will ja nicht der Einzige im Dorf sein, der jetzt irgendwie, ja, wo alle sagen, guck mal, der Joe, das ist auch ein Doofer, ne? Und das versucht man ja auch, dass man uns ausgrenzt. Aber wenn ich quasi für mich selber einstehe und einfach stärker geworden bin, auch durch diese Situation, dann bin ich so leicht nicht mehr zu kontrollieren. Das heißt, je mehr Menschen das sind, desto schwerer wird es für diese Kräfte, die gesamte Menschheit zu unterwerfen, wenn immer mehr Menschen jetzt auch in dieser Situation sich aufgestellt haben und sagen, Moment mal, wozu soll ich mich impfen lassen? Ich bin noch gesund, ich habe Abwehrkräfte. Ich bin die ganze Zeit eigentlich mit 65 Jahren, ich bin gesund. Im Sportstudio sind ganz viele junge Leute, die natürlich alle geimpft sind, zum größten Teil, die sind dauernd krank, ne? Du kannst wirklich 20-Jährige fragst, ja, ich bin schon wieder krank. Ne? Du bist ein junger Mensch, warum bist du dauernd krank? Ne? Aber das merken die Leute. Und wie gesagt, dass man eben in dieser Zeit auch gewachsen ist, aus diesem gehorsamen Sklaven heraus. Und auch das soziale Wesen quasi dann das hinten anstellt, was die anderen machen, ne? Mhm. Sondern sagt, ich bin ich. Ne? Und es geht nicht darum, ich bin jetzt ein Teil, ich bin Worpsweder oder ich bin Deutscher oder ich bin keine Ahnung was oder Werder-Fan. Das kann man alles machen, aber letztlich bin ich und ich stehe für mich ein und nicht für das ganze Dorf oder das ganze Land oder was auch immer. Mhm. Und meines Erachtens sind die Menschen eben von der Schöpfung her als individuelle Entfaltungen Gottes gedacht und nicht als Ameisenhaufen und Sklaven. Und das, was die anderen Kräfte wollen, ist natürlich, dass wir wie Sklaven in einem Ameisenstaat leben. Und das müssen wir erkennen, dass das eben eine Zukunft ist, die ist nicht menschlich. Und mir ist es immer wieder wichtig, das Menschliche hervorzuheben und auch zu sagen, guckt mal selber, wie unmenschlich ihr vielleicht mit euren Kindern umgegangen seid oder mit den alten Leuten oder wie ihr, wenn ihr einen Kaffee hattet, wie unmenschlich das war zu sagen, ihr kommt hier nicht rein ohne 3G oder was auch immer, ne? Gestorben, geimpft, getestet oder gestorben, 3G, ja. Also, ist viel passiert, aber... Ich würde an der Stelle einfach bloß mal die Experimente, ob jetzt nur das Ash-Experiment, das Pilgrim-Experiment oder der Film Die Welle,
Das ist doch aus gutem Grund gemacht worden. Wenn du dir anguckst, die Rand Corporation hat Gruppenzwang analysiert und zu einer Waffe gemacht. Ne? Also die haben alles die letzten 40, 50 Jahre vorbereitet für diesen eigenen Augenblick. Und die haben alles auf eine Karte gesetzt. Jetzt ist das aber schiefgegangen, deswegen können sie dort nie aufhören. Weil meiner Meinung nach haben wir schon gewonnen. Der Rest der Welt weiß es Stand jetzt nur noch nicht. Ja, Aber ist auch das ein wird in der Prozess, ja. Zukunft, das sind die Ja. letzten Wellen aus der alten Welt. Wir werden Aber Marc, du. ich denke, wir müssen auch ein bisschen unterscheiden zwischen der Masse und dem Individuum. Das Individuum ist unberechenbar. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst da noch so viel Daten sammeln, aber du kannst das Individuum nicht berechnen auf 100%. Das geht nicht. Du kannst Wahrscheinlichkeiten voraussagen. Bei Massen geht es leichter, logisch, weil je größer das ist, desto mehr verschieben sich die Wahrscheinlichkeiten. Das haben sie schon im Griff. Aber letztendlich ist es dann jedem seine eigene Entscheidung, weil ja jeder auch hier mit einem gewissen Auftrag hergekommen ist. Den hat er sich selber gegeben. Und das gilt es eigentlich wieder zu erkennen. Und was ihr beschrieben habt, jetzt so aus den letzten 3 Jahren, wie viele Leute, und jetzt nehmen wir mal die Maskenträger her, wie viele haben gesagt, okay, ich nehme den Gang nach Canossa auf mich, weil ich zu mir stehe, aus welchen Gründen auch immer. Und andere haben es, wie gesagt, aus Angst getan. Die waren fremdgesteuert und die nächsten, weil sie gehorsam und gut sein wollten. Und das sind die, glaube ich, die heute immer noch damit rumrennen und es nicht hinterfragen. Mich würde schon mal interessieren, wenn man so den Menschen begegnet und den dann einfach danach fragt, ob er denn seine eigenen Lebenslügen erkennt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema der Transformation. Weil irgendwann einfach zu begreifen, Mensch, du wurdest verarscht, steh doch dazu und lach darüber, ist eine Möglichkeit. Ja? Einige können das nicht, weil sie dann nämlich den Rest oder einen Großteil ihres gelebten Lebens auch hinterfragen müssten. Das können die nicht mehr. Das Das sind ist im aber auch wieder Grunde, Individuen. Ja. es ist im Grunde, es erfordert großen Mut, im Grunde alles, was man gelernt hat, wirklich in Frage zu stellen. Und zwar auf meinem langen Weg ja auch immer mit ganz anderen Themen, wo es gar nicht so weit ging wie mit Corona jetzt. Immer auch, dass man respektieren muss, dass Menschen auch da gar nicht ran wollen. Denn wenn die mit einem Thema anfangen, dann bröselt alles, was sie glauben zu wissen, fällt in sich zusammen. Und wir kommen ja irgendwie mit 16 von der Schule und glauben, alles über die Welt zu wissen. Wir wissen nichts. Wir wissen Scheiße. Entschuldigung. Aber es ist wirklich so, dass wir nichts wissen und alles Manipulation ist. Und das zuzulassen, dazu gehört natürlich auch Mut, zu sagen, also ich habe den Mut, jetzt wirklich alles über den Haufen zu werfen, was ich bisher geglaubt habe, wie die Welt funktioniert. Und das müssen wir. Und natürlich hat nicht jeder den Mut. Das ist auch okay. Ich mache auch niemanden Vorwurf deswegen. Ich mache auch niemanden Vorwurf, dass er jetzt auch eine Maske trägt. Und auch, weil er ein soziales Wesen ist, auch nicht, was passiert ist. Also ich mache, es geht meines Erachtens nicht darum, jetzt den normalen Menschen Vorwürfe zu machen. Es sei denn, die haben wirklich schlimme Sachen mit Kindern gemacht oder mit alten Leuten oder sie waren wirklich beteiligt und haben es gewusst, ne? Und auch Ärzte, die, ich sag mal, die impfen. Ja, eigentlich, wenn man ein guter Arzt ist, müsste man auch die Dinge in Frage stellen, was die Pharmaindustrie alles anbietet. Aber es ist ja heute so ein System, wo die Ärzte ausgebildet werden, dass sie im Grunde nur lernen, welches Medikament für was, ne? Und sie lernen gar nicht mehr die ganzheitlichen Zusammenhänge von, was sind die Ursachen von Krankheiten, ne? Ich bin viel entspannter überhaupt mit Gesundheitsthemen, seit ich die neue Medizin kenne mit Dr. Hammer, einfach zu verstehen, dass Krankheiten auch sinnvolle Geschehen sind und nicht einfach, da kommt jetzt ein Krebs, du hast jetzt auf einmal Krebs, oh Gott, jetzt muss ich Chemotherapie und dann stirbst du vielleicht, sondern ich gucke jetzt erstmal und dann gibt es Zusammenhänge vielleicht mit einem Konflikt, den du hast. Und dann, wenn du den Konflikt lösen kannst, kann auch der Krebs heilen oder jede andere Krankheit. Ich habe eigene Erfahrungen damit gemacht. Es ist ein ganz wichtiges Thema, dass man wirklich eigentlich auch verstehen muss, dass das auch was auf dem Spiel steht, ist das gesamte schulmedizinische System. Wenn die jetzt zugeben, es gibt gar keine Viren oder es gab das Corona gar nicht,
Das geht ja nicht. Dann bricht ja alles zusammen, was sie die ganzen Jahrzehnte mit den Menschen gemacht haben in den Krankenhäusern. Und das ist schlimm, was sie mit den Menschen machen. Chemotherapie ist keine Heilung, wenn er mal Krebs hat. Und ich finde es immer wieder schrecklich, wenn man dann Leute mitkriegt, ja, ich habe Krebs, aber ich muss jetzt Chemotherapie, das ist das Beste. Ich habe einen super Arzt. Ne? Ja, was will man dem dann erzählen? Wenn man natürlich dann krank ist, ist es schwer, auch den Leuten dann noch zu sagen, beschäftige dich mal mit den Zusammenhängen der Ursachen von Krankheiten. Weil wenn man an der Angst ist, dann funktioniert das nicht. Aber für mich ist das auch ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich alles auch hinterfragen müssen. Und was auf der Kippe steht, ist eben das gesamte schulmedizinische System. Sie können jetzt nicht zugeben und sagen, naja, das war ja jetzt auch gar nicht so, wie was, ne, wie es dargestellt wurde. Wir wurden da auch irgendwie verarscht. Nein, es waren ja welche, die wissen das die ganze Zeit, dass sie die Menschen tot behandeln. Ne? Ich will jetzt nicht Ärzte, es gibt sicherlich super Ärzte, aber es gibt eben auch Ärzte, die sehr wohl wissen, was sie machen und die aber eben auch wissen, wenn sie keine Kinder impfen, dann haben sie viel weniger Einnahmen. Ne? Also Kinder zu impfen bringt richtig viel Geld für eine Arztpraxis. Ne? Das kann sich keiner leisten, keine Impfung zu machen. Aber das muss man eigentlich den Leuten auch vorwerfen, dass das ganze System durch und durch krank ist. Das Gesundheitswesen ist durch und durch krank. Und wir sind im Grunde auch wieder gezwungen, uns die Verantwortung für unsere eigene Gesundheit selber zu übernehmen und nicht jeden Tag oder jedes Jahr zum Arzt zu rennen. Ich bin ja jetzt mit 65, müsste ich ja dauernd jetzt zur Vorsorgeuntersuchung. Mache ich nicht. Ne? Ich weiß, wie es mir geht. Wenn ich was habe, dann gucke ich meistens erstmal, was könnte die Ursache sein? Fehlt mir irgendwo was? Ich kenne viele Leute, die so Erfahrungsmedizin haben, so Heilpraktiker und was weiß ich, alle möglichen Leute kann ich fragen. Ich gehe aber nicht zum Arzt, um den zu fragen, wie es mir geht. Ne? Aber das ist das, was wir gelernt haben, die Verantwortung abzugeben. Und wenn der Arzt sagt, Sie haben nur noch 3 Monate zu leben, ja, wer will dem denn widersprechen? Das alles muss jetzt in Frage gestellt werden. Und da kommen wir nämlich auch auf den Sinn, welchen Sinn diese C-Krisenzeit hatte. Ich bin sicher, wir werden in der Zukunft wahrscheinlich tonnenweise Studien zur Verarbeitung von dieser Zeit sehen, auch zur Verarbeitung, wie wir damit umgegangen sind, welche psychischen Schablonen bei uns gezogen haben, welche nicht. Und ich meine, dass man zum Beispiel diese C-Zeit tatsächlich auch als Heilung sehen kann, als Heilung mit der Vergangenheit. Gerade auch für uns Deutsche. Da mag mal jeder selbst nachdenken, ob er da Muster oder Schablonen erkennt, wo er sagt, der ein und andere Vorwurf, den ich gemacht habe, wie konnte dies und jenes passieren, den darf ich jetzt anhand meines eigenen Verhaltens auch relativieren. Ja. Ich habe diese Maske habe ich schon sekündlich, als das aufkam, als Ritual aufgefasst. Man denke an die afrikanischen Sklaven. Ich habe es als Erkennungszeichen gesehen. Ich habe es als Gefügigkeitssymbol gesehen, als Mitmachsymbol. Und wir haben auch gesehen, wie in dieser C-Zeit jetzt, ob das jetzt die Maske oder die Druckmittelung war, die totale Verkehrung von eigentlich eindeutigen Begriffen stattfand, gesund oder krank als Beispiel. Du hast es dann nachher hast du es gesehen, bei männlich oder weiblich. Es ist ein und dasselbe Muster, was wir immer wieder sehen. Und ich bin vollkommen mit euch einer Meinung. Ich bin auch der Meinung, man hat uns Jahrzehnte, Falco, studiert wie ja, Bazillen. Man wusste genau, was man tut. Und an unserer Stelle wird es jetzt sein, zu fragen, um das zu heilen. Was waren unsere Fehler in dieser Zeit? Von uns Menschen. Nicht immer auf den Aggressor gehen oder auf den Täter gehen. Was waren unsere Fehler? Was war unsere Eichenblattstelle? Und du hast eben eine gesagt, Jo, zum Beispiel die mehrheitliche Verantwortungsabgabe an Ärzte. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich und muss erstmal in sich selbst reingucken. Da beginnt nämlich die nächste, ja, ich sage ja, Lüge, dass jeder Körper gleich sei. Es stimmt nicht. Und unser Fehler, ich mache gleich mal weiter, was ich so detektiert habe, unser Fehler in diesen 3 Jahren mehrheitlich war zum Beispiel unsere Blauäugigkeit, mehrheitlich gesellschaftlich gesprochen, unsere Gutgläubigkeit, das Böse nicht sehend, seine Handschrift, seine Signatur nicht erkennen können. Und wir sind gefordert, denke ich, das Böse zu überwinden, es zu kennen, es zu erkennen, es zu lassen.
dann weitergehen und auflösen. Damit nimmst du ihm nämlich und unser Konformitätsbedürfnis, dieses Mitmachen müssen und unser Hängen am Materialismus. Ich weiß, ich aggregiere jetzt, ich verdichte. Viele haben dann auch gesagt, na gut, dann lass ich halt diesen, jenes mit mir machen, weil ich muss ja, ja, dies und das tun, ja, um weiter anerkannt zu sein. Oder um da, es gibt bestimmt noch mehr Fehler, aber das habe ich jetzt erstmal erkannt. Und da sind wir aufgefordert. Diese C-Krise ist eine Aufgabe. Diese 3 Jahre waren eine Aufgabe. Und da sind wir jetzt auch wieder bei der deutschen Sprache. Die Aufgabe ist eben auch eine Gabe. Ja, es wird dir gegeben, um was zu tun, um aufzugehen, um höher zu kommen, um dich zu entwickeln. Und das haben wir als Ganzes, als Gesellschaft vor uns. Und da bin ich beim Feigo. Ich glaube, der Kampf ist bereits gewonnen. Er muss in den Einzelnen transformiert werden. Das ist sicherlich noch ein großer Prozess. Ich würde, wenn es okay ist, heute gar nicht mehr so lange machen. Wir haben ja den Kongress und ich würde sagen, wenn wir jetzt stundenlang noch reden, brauchen wir den Kongress nicht mehr, weil ich weiß gar nicht, was ich dann da noch sagen soll. Aber ja, es ist spannend und auch die vielen Facetten davon auf alle Fälle. Ich würde mich langsam rausziehen. Wir du kannst ja nochmal sagen, 24. bis 26. Also ist das, nächster Freitag, das ist jetzt der Freitag nach Fasching, vielleicht kommen wir noch ein wenig aus der Kölner Richtung, wenn man wieder nüchtern ist, bis eben Sonntag einschließlich. Wir fangen am Freitagnachmittag an und werden eben am Sonntagnachmittag aufhören. Und wie gesagt, ihr seid alle eingeladen. Wer noch kommen möchte, kurz entschlossen, kommt vorbei, schaut euch das an. Wir sind alle da. Wir sind auch dann für Gespräche und andere Dinge sicherlich zur Verfügung. Wenn man mal abseits von der Bühne miteinander sprechen will, wir werden relativ viel auch Podiumsdiskussion haben. Das ist wichtig, damit wir in Interaktion mit euch gehen. Und ja, sag doch mal, wo man sich anmelden kann, sonst viele Leute, die es wissen vielleicht. Genau, also wir können, ihr könnt euch bei uns auf der Seite www.institut-kraft.org anmelden. Es steht dann auch unten drunter unter dem Video, beziehungsweise auf den Kanälen. E-Mail schreiben, kurz melden. Es wird dann sicherlich auch noch eine Möglichkeit geben für ganz kurz Entschlossene, dass die auch noch dazukommen können am Freitag. Das werden wir nächste Woche bekannt geben. Wie gesagt, bei uns melden, kurze Mail und dann könnt ihr zu uns kommen und wir freuen uns drauf. Noch eines wichtig zu sagen, das Ganze findet im Rahmen eines Vereins statt. Da haben wir einen rechtlich geschützten Rahmen, deswegen ist er da. Es ist eine private Veranstaltung intern und deswegen sind wir in einem Verein dann vor Ort. Das heißt, ist nochmal wichtig. Die Leute, Marc, die dann kommen, werden auch für die Zeit der Teilnahme nämlich Die sind Vereinsmitglied ohne, genau, die werden Vereinsmitglied, ohne dass sie mit irgendwelchen weiteren Dingen belästigt werden, aber sie sind Mitglieder des Vereins während der Veranstaltung, weil es eine interne Geschichte ist. Das ist wichtig zu wissen und auch nochmal fürs Verständnis. Und wir werden es dann vor Ort auch nochmal erklären für alle unsere Mitglieder. Marc, stopp, bevor du ausmachst. Und? Für kurze Entschlossene wirst du dafür sorgen, dass wir eine Tageskasse haben, ne, dass die Leute, falls sie vorbeikommen. So schaut es jetzt aus. Ja? Genau. Okay, gut. Schön. Prima, ich freue mich drauf. Oh. Also. Ja, ich auch. Wird klasse. Okay. Ja. Cool. Also, dann verabschieden wir jetzt den Joe. Bedanken uns ganz herzlich auch beim Feiko. Wir werden uns vielleicht noch mal kurz vorher hören. Frank, wir zwei werden auch noch mal eine kurze Nachricht rausgeben nächste Woche. Für alle, die Fasching feiern, setzt euch Masken auf. Der war aber gut. Aber nicht über den Mund. Ja. Haben wir ja jetzt mit der Maskenball. Aber anders als die letzten Jahre. Also, lasst euch gut gehen. Auch der Martin wird da sein. Wir freuen uns und nehmt das alles nicht so ernst, weil eines ist, jetzt hätte ich was gesagt, eines, was sicher ist, ist, dass wir alle irgendwann wieder gehen aus diesem Leben und bis dahin sollten wir Spaß und Freude haben und unseren Auftrag, den wir uns selber gegeben haben, leben. Okay. Gut. Tschüss. Tschüss. Meine Herren, ich bedanke mich für den Abend. Wir machen jetzt Schluss und wünschen euch dann eine gute Zeit und bis nächste Woche. Ja.
Bis dann. Ade. Tschüss. Ciao.